im Namen und im Auftrag des Zentralvorstandes der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft überreiche ich Ihnen als Präsident in Anerkennung Ihrer Verdienste um unsere Herzenssache diese Schallplatte. Auf ihr hören Sie auch die Stimme von Victor Nikitin, dem unser Volk den liebevollen Beinamen Botschafter Kalinka gegeben hat. So ist auch diese Schallplatte eine Erinnerung an die 40 Jahre unseres gemeinsamen Weges seit dem Sieg über die Hitlerbarbarei und unserer Befreiung vom Faschismus durch die unvergessene Tat der Sowjetarmee, ist sie Ausdruck der Lebenskraft und der Zukunftsgewissheit unseres Bruderbundes. Ihr Erich Mückenberger.